518 Mal ist er in der Bundesliga im Tor gestanden. Er ist Jahrhunderttorhüter der Admira, hat mit der Admira und mit der Wiener Austria viele nationale und internationale Schlachten geschlagen. Ein Kulttorhüter, wie man ihn sich vorstellt. Und heute ist er zu Gast bei unserer Podcast-Aufzeichnung. Darüber freue ich mich sehr. Wolfgang Knaller ist heute unser Gast. Servus, Wolfgang. Servus, freut mich auch. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Wir werden uns schon langsam chronologisch durch deine Karriere hangeln sozusagen. Da gibt es ja einige Stationen, die besprechenswert sind. Ja, da haben wir viel zu tun tatsächlich. Ich mag ganz gern im Jahr 1983 beginnen. Damals ist der ganz junge Wolfgang Knaller mit Spital in die Bundesliga aufgestiegen. Das hat was für dich bedeutet, Wolfgang? Ja, nachdem ich aus einer Fußballfamilie gekommen bin mit 6 Brüdern, also mit 6 Geschwistern, die ja da alle Fußball gespielt haben, war dieser Weg nicht so vorgezeichnet, weil man hat dann immer den größeren Bruder nachgeeifert und der Walter war ein bisschen Vorreiter in der Bundesliga. Und ich habe schon 5 Jahre vorher schon in der Landes- und Regionalliga gespielt, also mit 17 Jahren eigentlich schon in diesem Kampfmannschaftsbereich gespielt. Das hat mir eigentlich sehr viel geholfen. Deswegen bin ich auch heute überzeugt, dass wenn Spieler früher in einen Männersport kommen, dass sie dann sich besser entwickeln, ja, nach einer gewissen Ausbildung. Aber okay, das war dann für uns dann natürlich ein Traum, mit Spital, mit einem Underdog in die Bundesliga aufzusteigen. Vor allem Kärnten war damals dann ein bisschen ein Fußball-Bundesland, weil es waren dann doch 4 Vereine in der zweiten Liga und ein Erstligaverein und sogar damals 2 Vereine in der ersten Bundesliga. Das ist leider jetzt nicht mehr so. Allerdings. Und dann kam irgendwann das Jahr 1987 und der Beginn einer Ära, mag ich fast sagen. Wolfgang Knaller wechselt zur Admira und bekommt dort mit Cheftrainer Gustl Starek zu tun. Was muss man über den Gustl Starek als Cheftrainer wissen? Gustl Starek war eigentlich, Gott sei Dank, ein Trainer, der im U21-Team war. Und wir haben dann ein Freundschaftsspiel gehabt, Spital gegen das U21-Nationalteam. Da hat er mich eben gesehen. Ich hätte eigentlich schon 1-2 Jahre vorher hinkommen können und auf Latzke. Und dann hat man mir gesagt, ich war beim Probetraining bei der Admira, hat man gesagt, naja, solche haben wir im Verein auch. Pelikan war damals ein Trainer, da war auch ein Nationalteam-Trainer. Und ja, ich habe halt dann diesen Kampfgeist immer gehabt, jetzt erst recht und ich sage es noch. Ja. Und tatsächlich, 2 Jahre später bin ich da gestanden, der Gustl Starek hat mir die Chance gegeben. War dann zuerst ein bisschen Enttäuschung, weil ich eigentlich mit Spital Bundesliga gespielt habe und dann Hubert Baumgartner war noch drüben. Und der war auch kein ganz schlechter. Genau, der war Europacup erfahren. Ein Spieler, warum ich dann in jungen Jahren Austria Wien Fan geworden bin. Weil man mit Fan, glaube ich, nicht mit 30, 40 Jahren, sondern als Kind, wenn man was sieht. Und ja, da bin ich dort hingekommen und der Starek hat gesagt, pass auf, ich will euch 2 Jungen die Chance geben und der Paul ist zuerst da, der kriegt zuerst die Chance. Ja, dann war dann für mich nur gleich einmal die Freude, dass ich beim Bundesliga-Verein bin, aber dann gleich wieder gedämpft. Aber kämpfen habe ich immer müssen und das hat mich eigentlich immer stark gemacht. Wie hat denn eigentlich Taktiktraining unter Gustl Starek ausgeschaut? Von ihm ist ja der legendäre Satz überliefert, ich meine, das hat er nicht bei der Admira gesagt, aber ihm wird zumindest der Satz zugeschrieben, wenn du ja nicht kicken kennst, dann haut es wenigstens eine. Hat er das euch gegenüber auch jemals gesagt? Natürlich ist auch oft gefallen, aber es war dann vom Training her war es eigentlich für uns Spieler gut, weil wir haben sehr viele Spielformen gehabt, viel Abschlusstraining und verschiedensten Formen. Ja, das war für mich als Dortmund gut. Im Spital war ich doch so ein toller Profi, weil früher hat man dann noch in der Bundesliga 40 Stunden gearbeitet und den Profiberuf ausgeübt. Ja, das heißt, man war eigentlich ein Halbprofi. Er hat trotzdem die 40 Stunden gearbeitet und hat aber trotzdem normal trainiert wie ein Profi. Das war dann schon eine harte Zeit. Das war dann die erste Station bei Admira, wo ich nur Fußball gespielt habe. Also Gustl Starek offenbar mit allen Wassern gewaschen. Mehr oder weniger zeitgleich zu Admira ist auch ein Mann gekommen, dem er auch nachsagt, dass er mit allen, zumindest fußballerischen Wässerchen gewaschen ist, nämlich Didi Kübauer. Der war damals blutjunge 16 Jahre, als er zu Admira gekommen ist. Und wusste aber schon, worauf es ankommt, glaube ich, Wolfgang, oder? Ich muss ehrlich sagen, ich habe bis heute ja keinen 16-Jährigen mehr gesehen. Der Didi ist dann nicht gleich am Anfang, aber so im Laufe des Herbstes dann vom Trainer aufgeholt worden in Kader und hat da mittrainiert. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe selten einen gesehen, der mit 16 Jahren schon so ein fertiger Spieler war. War aber natürlich mit etwas ausgestattet, das, ja, er hat gegenüber den Älteren hat keinen Respekt gehabt.
Ja, das heißt, er hat dann. Teilweise ist es dann was über. Nicht immer vom Vorteil sein muss, oder? Nein, war nicht immer vom Vorteil, weil er die Grenzen nicht gekannt hat. Das heißt, er ist nie an die Grenzen. Und nachdem er immer mehr mit den Alten sich den angelegt hat, umso mehr hat er dann die Jungen an sich geholfen. Das heißt, wir haben immer dann gesagt, die gebannt ihm. Ja, weil er der Chef von der Jungenbande war. Es hat dann schon oft einmal geraschelt, ja, muss man auch sagen. Aber wie gesagt, fußballerisch war er ein Topmann. Das hat er dann auch die weitere Karriere gezeigt. Ich kann mich an eine Geschichte aus deinem Mund erinnern, der zufolge der Didi, ich weiß nicht bei welchem Spiel, eingewechselt wurde und relativ bald den Platz wieder verlassen musste, weil er die rote Karte kassiert hat. Weißt du, wovon ich spreche? Ja, es waren da so Geschichten dann öfters auch, wo er dann halt einfach der Mannschaft geschadet hat, mit, weil er einfach den Mund nicht halten hat können. Er wollte immer Recht haben und so weiter und hat er dann oft das als Ungerechtigkeit. In seinen Augen, natürlich in seiner Wirklichkeit, war das dann immer unfair und er hatte dann, sagen wir so, diese Fähigkeit hat nicht gehabt, dass er sagt, okay, ich muss auch die andere Seite sehen und das war halt dann immer schwierig. Auch das ist der Umgang dann mit den Schiedsrichter, wenn er halt nur zwei Seiten sieht. Ja, und ich glaube, in dem Sport muss man halt miteinander auch probieren und das war halt nicht immer sehr stark. Lass mal dahingestellt, vielleicht können wir vom Didi bei Gelegenheit eine Gegenstellungnahme einholen. Ein Mann, der 1990 zur Admira gekommen ist, verdient natürlich auch, dass wir ihn gesondert behandeln, weil du ihn natürlich auch hautnah miterlebt hast. Ein Stürmer von Europa-Format, später zumindest würde ich sagen, Wolfgang nickt schon, weil er weiß, was jetzt kommt. Olaf Marschall, einer der besten Mitspieler in deiner Karriere? Ich muss ehrlich sagen, ich habe in der Zeit das Glück gehabt, dass ich in einer super Mannschaft, die erstens einmal lang, die sich hier gehalten hat, und alle Spieler, die dazu gekommen sind, haben sich super eingefügt, ja. Olaf Marschall, Rogerlung, Fred Schaub, Uwe Müller, sind alles Top-Spieler gewesen, Jugovic, ja, sind dann für diesen Verein absolut Top-Spieler. Wenn wir die finanziellen Möglichkeiten gehabt hätten, diese Spieler alle zu halten, auch die wir immer wieder weggeben haben, ja, dann wären wir in diesen Zeiten wahrscheinlich auch öfters einmal Meister geworden, weil wir waren oft knapp dran. Zum Beispiel 1994. Ja. Gibt einfach, wo es um die Nuancen nicht ausgegangen ist. Ja, waren wir im Herbst Erster, ja, und haben dann Vastic und Dragalung verkauft. Ja. Ist halt schwierig für uns als Spieler. Ja. Trotzdem hat diese Mannschaft immer wieder sich qualifiziert für den Europacup. Dadurch haben wir auch viele internationale Erfahrungen gehabt und erfolgreiche Zeiten gehabt, auch im Europacup große Mannschaften bespielt und geschlagen. Und es war dann wesentlich mehr möglich gewesen. Mhm. Olaf Marschall ist ja dann später zu Kaiserslautern gegangen. Man kennt ja die Story, wie er deutscher Meister geworden ist. War für dich klar, dass der Bursche große Karriere machen würde? Ja, das hat man auch schon gesehen, wie er gekommen ist. Zuerst hat man ein bisschen, er hat da doch meinen Bruder abgelöst als Stürmer, der ja auch in Österreich noch immer an 7. oder 8. Stelle ist in der ewigen Torschützenliste, ja, auch unter seinem Wert verkauft worden ist. Ja, er hat, wenn man denkt, ja, 126 Tore und hat nicht eine Einberufung ins Nationalteamkrieg, das hat man nicht, also für mich war das nicht nachvollziehbar, okay, das sind andere Geschichten, aber wir haben dann wirklich, der Olaf hat so einen dort in Deutschland gezeigt, er ist dann Torschützenkönig, glaube ich, sogar geworden, mit Kaiserslautern Meister geworden, ja, Rehagel, und wir haben dann auch in der Zeit einen deutschen Trainercup Sieg geholt, auch nette Geschichten erlebt, auch wieder Sachen erlebt, die man halt darfst, so nicht erlebt. Du darfst gerne aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, also wie gesagt, das war dann, ich weiß noch, wie ich zum ersten Training gekommen und Sieger Heldes gekommen und dann ist ein Mann vor dir gestanden mit Krampfadern, mit den knöchelhohen Schuhe, Fußball-Adelsschuhe und hat den Ball am 5-Meter-Ball aufgesetzt und er sagt, jetzt schieße ich von 20 Bälle dort rechts ins Eck, Stange rein. Er hat dann so eine Schrittbewegung gemacht und hat dann gesagt, wenn er den Fuß bewegt, darf ich reagieren. Dann hat er mal 20 Bälle rechts und 20 Bälle links schon reingeschossen. Und dann ist er gestanden am Elfer und hat den Winkel aufgeschossen. Dann waren nochmal 80 Tore und da müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Und dann gesagt, ja, das war dann sein Dings und dann haben wir dann auch diese öfters gemacht. Und dann habe ich mich schon langsam herangetastet an das Ganze. Ja, also man muss immer wieder lernen, muss immer wieder weiterentwickeln. Und da habe ich gelernt von ihm, trotzdem, ja. Also, das waren seine erzieherischen Maßnahmen. Das waren so lustige Geschichten, weißt du, und er hat ja dann immer so gern gespielt auch noch, und dann haben wir dann meistens noch ein Match, haben wir immer gespielt, Ort gegen Jung, auslaufen, und dann haben wir immer gespielt, Ort gegen Jung, und er hat immer bei den Jungen mitgespielt, und dann war einmal ein Zweikampf, und im Zweikampf habe ich ihn ein bisschen zu stark gecheckt, dass er nicht richtig
aufgehört hat und seine Uhr, seine teure Uhr ist gerissen. Ne? Und dann haben wir, weißt du, alle haben wir dann zusammengeklaubt und haben ihn dann eingesteckt und macht nichts eingesteckt und haben wir weitergespielt und haben es dann die Jungen 3 oder 4-0 geführt. Und auf einmal ist er bei mir vorbeigelaufen, na Wolfgang, wie viel steht's denn? Das war dann so seine Art, ja, so war. Auf Leiband gehabt sozusagen. Wie darf man sich denn das Verhalten des mitteljungen Wolfgang Knallers nach dem Spiel und nach dem Training Mitte der, oder Anfang der 90er Jahre vorstellen? Man sagt dir ja nach, dass du gern einmal nicht ausschließlich nur Kaffee getrunken hast. Was hat es denn also, damit auf sich? Ich bin jetzt froh, dass ich da sitze und das einmal klarstellen kann, weil ich habe dann Sachen erlebt und gehört, wo ich dann selber mit Leuten angesprochen habe, boah, mit dem Knaller war ich was trinken, der hat mich nicht gekannt, hat mich selber angeredet und gesagt, mit denen habe ich das und das getrunken. Ja, Tatsache ist, ja, das Thema Hinterecker, ja, vielleicht liegt es daran, dass er nur ein paar Kilometer von mir entfernt aufgewachsen ist und geboren. Die gleiche Luft geatmet. Er ist am Bergung gewesen und ich bin ein bisschen im flachen Land im Kärnten, wenn man das sagen kann, aufgewachsen. Ja. Und er ist ein bisschen so in Bergregionen oben zu Hause. Aber in Wirklichkeit war der Wolfgang Knaller, ich habe nicht einmal ein Bier heimgetragen, weil ich überhaupt keinen Alkohol getrunken habe oder noch ein Training oder so irgendwas unter der Woche. Ich habe keinen Alkohol gebraucht. Ja. Ich habe das erste Mal, glaube ich, mit 18 Jahren beim Bundesheer oder mit 17 Jahren beim Bundesheer Bier getrunken. Das heißt, ich war nur, war das halt dann gleich so, dann mit den Kollegen zusammengesessen und gesagt, jetzt trinke ich mal ein Bier. Und dann war dann so, dass ich noch immer gesessen bin und die sind vom Tisch gefallen und die haben nicht gewusst, wie das funktioniert, weil ich noch nie einen Alkohol getrunken habe. Und habe es halt einfach vertragen. Es war halt meine Stärke anscheinend durch das Training oder so irgendwas, war halt eine Gabe, dass ich das halt vertragen habe oder besser vertragen habe. Ein Naturtalent in jeder Hinsicht. Der einzige Grund, das war dann auch immer, wenn man halt, heutzutage ist ja dann das ja nicht mehr so leicht möglich, ja. Wenn man einen Hinterecker sieht, dann ist gleich mal ein Handy da und eine Kamera da. Mir kann keiner erzählen, dass er nicht nach einem Spiel mit seiner Familie oder zusammensitzt oder ein paar Freunden zusammensitzt und dann nach einem Spiel ein paar Bier trinkt, weil in gewisser Weise ist es ja so, dass du ziemlich viel Druck hast. Jedes Spiel, gerade als Stürmer ist es so, du gehst ja nicht am Feld wie ein Stürmer, der sagt, okay, ich kann heute ein Tor schießen und wenn ich heute, so wie gestern, und der Stürmer schießt drüber oder eine Latte, dann haut er nicht rein und wenn du als Stürmer einen Fehler machst, ist es meistens da und dann diesen Druck, keinen Fehler zu machen in jedem Spiel. Und das Woche für Woche und oft einmal auch sind englische Runden unter der Woche ein Spiel, Europacup, Nationalmannschaft, du hast immer wieder Druck. NK ist ein typisches Beispiel. Ich war die ganzen 28 Jahre als Profi, bin ich sehr viele Nächte laufen gegangen. Das heißt, nur ein Match schlafen gegangen oder dass ich das verarbeiten kann. Ja. Und manchmal bin ich halt nicht laufen gegangen und da bin ich halt noch mit den Freien zusammengesessen. Ja. Das heißt, man hat ein paar Bier getrunken und oder manchmal ist das eine mehr geworden, ja, aber dann am nächsten Tag ist man wieder am Platz gestanden und die Trainer haben sehr wohl geachtet, ob du jetzt trainingstauglich bist oder nicht. Weil warst du immer trainingstauglich? Oder ich war immer trainingstauglich. Es hat mir kein Trainer einen Vorwurf gemacht. Da gibt es diese eine Geschichte mit dem Ernst Weber und Heinz Holthaus. Wir waren im Löpersdorf, in der Therme in Löpersdorf in Kaserniert und haben dort trainiert in der Gegend, in der Sommervorbereitung und haben wir 2 Trainingseinheiten bis 3 Trainingseinheiten gemacht und am Abend sind wir noch immer in die Therme gefahren und nach der Therme vom Abendessen sind wir dann halt noch haben wir so Busse gehabt und sind wir dann schnell in so eine Kneipe rein und haben jeder ein Bier getrunken und dann sind wir runtergefahren. Der Hans Holthaus, der Sportwissenschaftler, hat dann natürlich da was dagegen gehabt, ja genau. Und irgendwann hat mich dann der Trainer mit dem Holthaus zu einem Gespräch geholt und gesagt, du, wenn du so weitermachen wirst, wird deine Karriere bald einmal enden. Naja. Meine Karriere hat dann mit 46 in der Bundesliga geendet. Ja. Also damit du wertest das als Erfolg? Nein, ich will damit nicht sagen, man hat dann natürlich auch Verantwortung für junge Leute, man ist ja hat ja eine Vorbildfunktion, aber wenn ich jetzt ein Bier trinke nach dem Training, ist das nicht so, dass ich mich da dort jetzt niedersaufe. Oder das ist es ja nicht gewesen. Ja. Ernst Weber habe ich viele Jahre später getroffen, leider gibt es ihn nicht mehr. Hat er mir auf das angeredet, wo ich ihn einmal in Schladming in einem Hotel getroffen habe und gesagt, Wolfi, kannst du dich erinnern auf das Gespräch? Sag ich, ja, Ernstl, genau. Ich spüre noch immer. So, aber auf eine konkrete Story muss ich dich jetzt, deine Ausgehgepflogenheiten ansprechend, schon natürlich festnageln, weil ich die aus deinem eigenen Munde vernommen habe. Sie handelt im Jahr 1996. Betrifft den Teamtorhüter Wolfgang Knaller. Wolfgang Knaller ist ja, glaube ich, 4-mal im Teamtor gestanden, wenn ich richtig recherchiert habe. Es geht um ein Freundschaftsspiel gegen Tschechien. Und du bist
relativ unverhofft nachnominiert worden. Und jetzt erklär bitte die ganze Story dazu. Wenn ich jetzt diese Story hergibt, ist natürlich eine Vorgeschichte, weil ich diesen... Genau, also wir wollen alles wissen, was damit zu tun hat. Die Vorgeschichte ist einfach die, dass ich, wie gesagt, jedes Match, das ich gemacht habe, und das ist eine blöde Rederei, der Wolfgang Knall hat das und das gemacht. Wenn ich das immer gemacht hätte, was die Leute gesagt hätten, dann hätte ich nicht bis 46 spielen können. Und war nicht mit 48 noch in der Regionale im Tor gestanden und war jetzt noch immer nicht fit. Ja. Also das ist ein totaler Blödsinn. Ja. Ich habe immer gewusst, was und wann ich machen kann. Es war dann halt so, dass man dann ich bei der Mannschaft, bei der Admira noch war und Österreich hat gespielt gegen Tschechien in Salzburg um 18 Uhr am Mittwoch und am Dienstag am Abend hat es dann ein bisschen Streitereien gegeben in der Mannschaft und ich war da auch Mannschaftssprecher und so weiter. Und der Trainer, also in der Admira-Mannschaft. In der Admira-Mannschaft und der Trainer hat mich dann so reingeholt und hat gesagt, Wolfi, was ist los mit der Truppe? Und sage ich, Trainer, ja, wahrscheinlich sollten wir mit, jetzt Länderspielpause war eigentlich ein richtiger Zeitpunkt, dass wir miteinander mal was unternehmen mit der Mannschaft und sagt er, ja, ist eine gute Idee, hat mir sogar Geld gegeben von hat gesagt, okay, den Rest zuerst aus Mannschaftskasse, das steuere ich dazu bei. Schaut nur, dass morgen alle beim Training sind pünktlich, hab's nur auslaufen. Und war dann so, dieser Abend ist halt dann, man weiß nie, wieso ein Abend jetzt im Normalen um 12 Uhr oder es hat halt ein bisschen länger gedauert. Sehr diplomatisch umschrieben. Ja, sehr viele Männer hat es dann nicht mehr ausgezahlt, das Heimfahren, und die haben dann im Stadion geschlafen oder von einer Bank, einer Massagebank und so weiter, damit man ja was Heimfahren und so weiter, Autofahren, haben wir immer dann auch geschaut, dass da ja keiner mit dem Auto fährt, alle mit Taxi ins Stadion und dann haben wir dort noch ein Training gemacht und der Trainer hat dann halt, gesagt, das ist schon ein bisschen viel gewesen und so, und dann hat er gedacht, okay, denn wenn es... Jetzt hat er das Training halt umgedreht, statt auslaufen, was dann diagonal läuft. Ja. Das heißt, dieses Auslaufen, 20 Minuten auslaufen, war dann halt mit der Zwischengymnastik, war dann halt, dass man halt dann, glaube ich, eineinhalb Stunden Steigerungsläufe, Diagonalläufe von Cornerfahne zu Cornerfahne auslaufen und so weiter, mit Kräftigungsübungen gemacht haben und es waren dann halt alle kaputt. Ja. Und jeder war froh, dass er sich haben niederlegen kann, im WK stellen, damit er das Länderspiel siegt. Ja. Und ich bin halt zum Masseur gegangen, weil ich gesagt habe, ich will mich massieren lassen und so weiter. Und da, weil ich beim Masseur liege, ist der Masseur gekommen, also der Sekretär vom Büro war gekommen und gesagt, du, der ÖFB hat gerade angerufen, du musst nach Salzburg fahren. Und sag ich, scheiße, was ist? Nein, ich dachte, die machen einen Spaß, ne? Die wollten mich pflanzen. Ne? Weil ich war auf Abruf und als Abrufspieler so, dass die bereithalten, nur natürlich nachdem am Abend nichts war und eigentlich nur mehr Abschlusstraining ist am Vormittag, was soll passieren? Ne? Und anscheinend, genau beim Abschlusstraining ist da was passiert. So, wir müssen nach Salzburg fahren. also nachdem ich aber nichts geschlafen habe. Fast nichts geschlafen habe, ja, habe ich dann einem Freund gesagt, also ich muss mich runterbringen, ne, weil ich kann nicht Auto fahren. Nicht wegen einem Alkoholspiegel, sondern einfach, weil ich halt nicht ausgeschlafen war. Ja. Das heißt, und dann noch dazu diese Läufe gemacht habe. Hast du dann im Auto wenigstens geschlafen oder auch nicht? Was meinst du, wie es da geht, wenn du weißt, du musst jetzt zum Ländermatch fahren und du bist nicht vorbereitet? Wenn du das Gefühl nicht hast, was der das ist, bumm, ja. Dann sag ich, okay, dann musst du den auf die Bank setzen, das wird schon gut gehen. Und wie ich dann in den Tunnel reinkomme und im Stadion in Salzburg komme, kommt mir der Herr Brasker entgegen und sagt, Teamchef, ja, und sagt, Wolfi, bist du bei 90 Trainer? Na klar. Ja, dann spielst du zweite Halbzeit, ne? Damit du den Fußball also doch nichts nur mit Bange sitzen. Und diese Freude war dann halt keine Freude, das war dann halt schon, bist du da, was tue ich jetzt, ne? Ja, es war dann halt dann schon diese Zeit, bis ich dann aufwärmen gegangen bin und so, war dann halt schlimm. Ja, hat Prohaska geahnt, dass du lädiert bist? Nein, niemand hat es. Weiß er es heute? Wenn er jetzt zuhört wahrscheinlich. Nein, ja, wir haben schon ein bisschen so in der Richtung mal geredet, weil Es hat ja dann dazwischen dann auch was er hat gesagt, wenn ich nicht gut gespielt hätte, dann war ich sowieso weg. Für mich war es dann eine Entscheidung gewesen, da war ich nie wieder im Team dabei gewesen. Das heißt, es ist dann schon eine Geschichte, die halt nicht, auf die ich nicht stolz bin, aber ich habe jetzt auch in der Sache nicht viel dafür können, weil was soll ich machen? Ja, ich bereite mich immer richtig auf ein Match vor, ich bin tagelang nicht einmal Kaffee getrunken gegangen in ein Lokal. Weil die Leute, wenn du einen Almdudler trinkst, dann hast du gleich ein Bier getrunken. Und wenn du zwei Almdudler trinkst, hast du 10 Bier getrunken. Und so ist es halt leider auch in der Geschichte. Da gibt es eine andere Geschichte, die ich dann auch noch erzähle, warum der Ruf her... Aber jetzt, also eine Geschichte muss man dann noch zu Ende erzählen, weil jetzt kommt nämlich die Kronenzeitung ins Spiel. Es war dann eigentlich so, dass ich
zum Aufwärmen gegangen bin, und der Funke Vorrat, der hat ein bisschen was gneist, glaube ich. Torhütertrainer damals, ja, im Nationalteam. Und hat zu mir gesagt, was machen wir? Sag ich, Trainer, das ist kein normales Aufwärmen, das ist ein Muntermacher. Okay, so, er hat mich dann richtig warm gemacht. Das war als ein Top-Mensch, der Funke Vorrat, ein super Tormann-Trainer, Top-Mensch. Und der hat dann mir was Gutes gewünscht. Er hat aber nichts angesprochen, er hat genau gewusst, um was es geht. Ja, und bin dann reingegangen. Und war dann so, dass ich dann die Tschechen dann in der zweiten Halbzeit nur mehr auf unser Tor gespielt haben. Und im Endeffekt ist dann rausgekommen, dass sogar die Tschechen hergekommen sind und mir gratuliert haben zu meinem Mensch. Ja. Und wie dann die Mannschaft, wir haben dann Herzog hat in der 85 das 1-0 geschossen, wir haben 1-0 gewonnen sogar. Die Tschechen waren dann einen Monat später bei der Euro in England im Finale gegen Deutschland, wo Bierhoff das Goal gut gemacht hat. Das heißt, wir haben Erfolgserlebnis gehabt und ich bin halt dann nicht mehr die Runde mitgegangen, weil ich fix und fertig war. Ich bin dann gleich abgebogen. Der Zeigwart der Legenstein hat gesagt, was ist mit dir? Sag ich, lass mich da ruhe. Bin reingegangen, bin duschen gegangen. Und irgendein Spieler, ich will jetzt keinen Namen nennen, ist dann reingekommen und weil er mich draußen einen Platz gesucht hat, mir zum Gratulieren, ist mir reingekommen, hat mir im Arm gesagt, bist du narrisch. Gratuliert er zu deiner Leistung. Und hat er dann von diesen die Nachwehen ein bisschen gekrochen und hat er gesagt, hast du schon was getrunken? Sag ich, nein, ich bin so gekommen. Und was der hat mich angeschaut und hat nur Schädelbeutel, ist dann rausgegangen. Das war dann halt, für ihn hat er einen Schock, ja, für mich selber, wie das gegangen ist. Es war einfach nicht unbedingt jetzt, dass man da stolz sein muss auf das. Ja. Und ich habe das auch immer geheim gehalten. Das war halt dann, ist halt so passiert. Mhm. Und die Kronenzeitung müssen wir noch ins Spiel bringen? Die Kronenzeitung war dann so, ich habe dann in diesem Spiel hat dann das einzige Mal eine Benotung gekriegt, beim Länderspiel, Weltklasse. Ja, bitte. Ja. Alles richtig gemacht, ja, Wolfgang Knaller. Das heißt, normal hätten wir müssen nur 0,0 paar Müller zuschreiben und dann warst du beschissen. Vielleicht hat das noch eine Karriere als Ernährungsberater einschlagen. Das ist einfach gut gegangen, muss man ehrlich sagen, ja, weil es ist ja nicht der Standard, dass man das immer macht. Ja. Und diese Geschichte, ja, wo ich dann Jahre später den dann auch noch zusätzlich den Ruf eigentlich dann geschädigt hat, wo ich die Geschichte bei der Austria erlebt habe, die weißt du noch nicht. Ja. Bin ich sehr gespannt. Was das jetzt mit den Medien auch auf sich hat, was das alles anrichten kann. Ja. Ich habe meinen 40. Geburtstag gefeiert bei der Austria Wien und wir haben ein Match gehabt und nach dem Match habe ich die Mannschaft eingeladen gehabt. Mit Frau, mit Anhang und habe dann kurzfristig diese bin zwar hingegangen essen mit dann, bin aber dann der Mannschaft gesagt, es ist alles gezahlt, ich gehe heim. Ich habe halt private Gründe, warum ich heimgehe und bin dann nächsten Tag normal zum Training gefahren und war ein bisschen übernachtig aus einem anderen Grund. Und die Mannschaft, den wir jetzt nicht erfahren dürfen, diesen Grund. Den Grund wirst du noch erfahren. Ich bin halt dann zum Training gefahren und habe dann ziemlich verschwollene Augen gehabt und so weiter, weil ich eben wenig geschlafen habe. Und die Mannschaft ist feiern gegangen auf meine Kosten, ist dann zum Training gekommen und waren dann noch relativ gut drauf und haben dann ja noch ein Spiel auslaufen gemacht und so weiter. Und der Trainer hat meine Augen gesehen und hat mich dann in die Kabine geholt und hat gesagt, oh, er ist der Meinung, dass ich alkoholisiert bin. Er wird sich was überlegen. Welcher Trainer war das damals? Walter Hörmann. Und dann habe ich gesagt, wenn du der Meinung bist, dass das so ist, dann es gibt da gleich im 10. Bezirk eine Polizeiwache, da können wir gemeinsam hinfahren, ich mache freiwillig einen Alkotest. Sagt er, nein, das sieht er so auch, das braucht er, da braucht er keinen Beweis. Sag ich, okay, wenn du das meinst, mit mir dann angezogen und bin dann selber hingefahren zur Polizei und habe einen Alkotest gemacht, habe mir diesen Beleg geben lassen, bestätigen lassen, weil ich nicht wusste, was da jetzt passiert. Ja, auf alle Fälle war es dann so, dass ich in die Woche drauf eine Verwarnung kriegt vom Verein mit einer, im Wiederholungsfall ist fristlose Entlassung da und mit einer Geldstrafe. Und dann bin ich mit diesem Schreiben zum Rudasch gegangen, zur rechten Hand vom Stornach war das damals, und habe gesagt, ja, ich verlange jetzt eine Entschuldigung vom Club und von den Trainer, was ich dann auch gekriegt habe. Dieser Schriftstück ist dann verändert worden und dann gesagt, dass es eben nicht so war, weil ich diesen Beleg auch gehabt habe. Und der Trainer hat mir dann in die Kabine geholt und das Erste, was er gesagt hat, wie hast du das jetzt wieder hingekriegt? Sag ich, Walter, wir waren gemeinsam, du bei der Austria, ich bei links, wir haben uns öfters einmal nach einem Match getroffen und haben gemeinsam ein Bier getrunken nach einem Match, was ich nicht schlecht finde, wenn du ab und zu nach einem Match Druck hast. Es muss ja nicht dann so weit gehen, dass man dann sich dann niedersauft. Ja? Aber ein Bier nach einem Match schallert er nicht. Ja? Und wenn man sonst keinen Alkohol trinkt,
du hättest mich wahrscheinlich erwischt. Weil es war mein 40. Geburtstag, meine Familie war dabei, die Mannschaft, die der Großteil auch gefeiert hat. Ja, da ist keiner verwandt worden, nur mich hat es verwandt. Ja, ich weiß eh warum. Ja, es hat einen eigenen Grund gegeben, warum, ist wurscht. Ja. Auf alle Fälle war dann so, dass ich da gesagt habe, aber weißt du, Walter, warum du mich nicht erwischt hast? Weil mein Vater im Sterben gelegen ist und ich nach Kärnten gefahren bin und im Krankenhaus besucht habe und am Abend beim Weg raus ist er verstorben. Und beim Weg raus haben wir noch einen Autounfall auch noch gehabt und deswegen bin ich so dahergekommen. So, und es war dann keine Entschuldigung, nicht einmal eine Entschuldigung von nichts. Und das Problem war dann, und was das auch alles in der Öffentlichkeit gemacht hat, obwohl das bekannt war im Verein, dass ich 0,0 gehabt habe und dass ich eigentlich nicht betrunken war, ist nächsten Tag in der Zeitung gestanden, Kronenzeitung, war der Journalist, aus welchem Grund auch immer. Kriegt die Krone doch noch ihre Watschen. Ja, das ist halt leider so. Egal, welche Zeitung es war, die Krone hat dann geschrieben, Wolfgang Knaller alkoholisiert vom Training nach Hause geschickt. So, und was diese Medien dann alles anrichten, ja, ich habe jetzt dann Facebook und so weiter, wie man jetzt dann überall ist, habe ich dann auch immer, wenn sich Leute auf meiner Seite dann politisch äußern und so weiter, habe ich gesagt, ich will das nicht, und wenn du nicht aufhörst damit, dann lese ich die aus. Weil das interessiert mich nicht, ja, dass du, egal welche Fraktion, du für irgendwas, ja, und das interessiert mich auf meiner Seite nicht. Und dann schreibt mir der zurück, aber du warst ja selber, fett vor 20 Jahren, weil das jetzt ja noch immer aus dem Internet außer zum Lesen ist, was alles eine Lüge war, was nicht gestimmt hat, aber das richtet es damit an. Ja, und das ist ja das, der Vorteil, den wir als Spieler gehabt haben früher, dass wir auch ein bisschen leben haben können, ohne dass gleich jetzt jedes Video, wenn du jetzt einmal ein Glasl mehr getrunken hast, so wie beim Hinteregger, den ich als Typen einfach, als Fußballer geil finde, ja, weil er ein super Typ ist und weil er einfach nicht so wie heute alles, keine Eigenverantwortung am Platz haben, sondern der wirklich vorangeht und so weiter. Da muss man halt dann so Sachen auch. Und wenn man jetzt nur die Skifahrer, ich kenne viele Skifahrer, bin gut befreundet mit Skifahrern und so weiter, bin ein totaler Skifahrer und so weiter. Und wenn jetzt der Meier mit dem Skifahrer mit dem Radl durch den Olympiaort fahren, dann lacht das ganz Österreich. Und wenn ein Fußballer irgendwo was macht, dann ja, wird gleich hingehauen. Ja, und da muss man dann schon auch. Ja. Okay, wollen wir schauen, dass wir wieder zurück zu deiner sportlichen Karriere kommen, dass wir es da nicht zu sehr vertiefen. Ein paar Spiele hätte ich mir da herausgesucht, die es verdienen, besonders oder gesondert erwähnt zu werden. Zum Beispiel das Meisterschaftsfinale im Jahr 1991. Wolfgang Knaller, Torhüter bei der Admira. Und die Austria braucht zumindest einen Punkt in der Südstadt, um Meister zu werden. Mhm. Herbert Prohaska sagt heute noch, der Knaller hat gehalten wie ein Geistesgestörter. Damals, die Austria ist trotzdem Meister geworden, aber ich nehme an, es war ein Spiel, das dir lange in Erinnerung geblieben ist oder noch immer in Erinnerung. Ist mir aufgrund der Brisanz, die in dem Spiel gelegen ist, natürlich in Erinnerung geblieben, weil es für die Austria sehr viel gegangen ist. Wir haben in dem Fall ja uns qualifiziert für den UEFA Cup schon und wir haben jetzt weder so noch was erreichen können, wir waren aber Mannschaften, die immer gewinnen wollten. Und vor allem gegen große Mannschaften oder also Rapid Austria wollten wir sowieso immer gewinnen. Und dieses Spiel ist ein Spiel gewesen, wo dann einfach man hat im Laufe einer Saison Bälle, die man halt nicht immer hält. Ja. Das heißt, wenn jetzt das Herrn im Schlager, der zum Beispiel jetzt im Europacup gute Performance gemacht hat, der aber viel von den Basics alles richtig gemacht hat, ja, er hat jetzt keinen Ball gehalten, der halt so, den er nicht halten muss. Sagen wir, ja, es waren alles Bälle, die er halten muss, weil er in seiner Stellung, in den Positionen, was er alles richtig gemacht hat. Aber es waren halt dann schon Bälle dabei, die man halt nicht, wo man selber nicht weiß, wie man es macht. Und dann waren in den Anspiel, glaube ich, 5, 6, 7 Bälle, die so waren. Ja, und das bringt man halt nicht immer auf die Reihe. Es war halt dann auch, weil ich halt auch so jetzt so trainiert habe in diesem Bereich, weil ich mir auch um 5 Meter den Ball auflegen lassen und mich abschießen lassen, wo dann einfach du dann nicht mehr mit dem Kopf reagieren muss, wo dann auf der Reflex da ist, weil du dem halt auch antrainiert hast. Ja. Und es war dann schon ein geiles Spiel, weil das Stadion voll war. Und die haben halt gespielt auf ein Tor. Und ich weiß noch, wie wir dann mir eins noch führen, die waren richtig fertig. Ja. Und der Austria hat ja auch nicht schlecht gespielt. Ja. Die haben ja auch gut gespielt, aber wir haben gut gekontert. Und auf einmal steht es 2-0. Ja. Und die sind immer mehr verfallen. Und die 2-0 für die Admira. Für die Admira, ja. Wir haben 2-0 geführt. Und der Olaf Marschall hat das Tor gemacht und der Abfalter hat das Tor gemacht. Und dann war jetzt nur mehr ein Sturmlauf auf ein Tor. Ja, es war dann, ich habe gedacht, das werden wir nicht durchhalten. Und dann kriegen sie endlich den Öfer. Ja.
Ob es einer war oder nicht, ist eh dahingestellt. Ja, auf alle Fälle, wie der Hörmann weiter, der damals bei der Austria gespielt hat, ist hergekommen ist zu mir und hat gesagt, bitte, bitte, Wolfi, lass ich meine, bitte, lass ich meine. Vielleicht geht es ja um nichts mehr. Sag ich, nein, das tue ich nicht. Ja, ich bin ein ehrlicher Sportler und das habe ich nie in meinem Leben gemacht, dass ich da irgendwo an das Geschenk mache, ja, weil das ist unfair gegenüber den anderen. Da habe ich einfach wieder gehalten. Ja, und dann war es dann, sind sie dann noch mehr zusammengebrochen. Und dann war dann halt der Lehrer hat so ein gelähmter Speer, ist dann auf der Seite überspült worden und hat dann das Tor vorbereitet auf ich weiß jetzt nicht, irgendeinen Abspielfehler haben wir halt gehabt auf der Seite, da war die Flanke und der Milewski, der einen Elfer verschossen hat, schießt ihm dann eine und dann war es halt dann nur mehr jetzt, zweite Halbzeit dann nur mehr, wir sind nicht einmal mehr gescheit nach vorgekommen und es war dann nur mehr auf ein Tor. Und alle haben mich geschimpft. Stöger, Ogris, alle haben mich geschimpft. Ja, also, es war dann schon irgendwie lustig. Und einmal warst du dann auch machtlos. Ja, das war halt dann so Abpraller mitten im 16er, also 18 Meter vom Tor. Und der Prosenik kriegt den halt aus dem vollen Lauf. Und es waren jetzt wirklich Zentimeter. Weil der ist genau Richtung Winkel, aber er hat ihn voll getroffen. Ja. Und ich war dran mit den Fingern. Ich bin auf der Hand gehabt. Ja. Es war halt ein bisschen zu wenig, ja, weil wenn ich den Ball auch noch geholt hätten, dann war es. Unsterblich gewesen. Ja, also, ja für die Austria. Genau ins Kreuz gegangen. Ja, genau ins Kreuz gegangen. Ich war trotzdem dran, aber ich habe noch berührt im Ball, aber es war dann halt zu wenig hinter dem Ball gekommen. Das war also 1991 und ein Spiel aus der Admira-Geschichte oder eine Saison müssen wir auch noch speziell beleuchten. 1994, wenn ich richtig informiert bin, die Admira sorgt im Europacup für Furore. Und bekommt dann im Achtelfinale als Krönung sozusagen Juventus Turin zugelost. Da waren Kapazunder wie, was weiß ich, was, Vialli, Baggio. Vialli, Ravanelli waren im Sturm, dann Roberto Baggio und Doppeltorschütze Baggio. Del Piero war die erste Saison im Kader, war das erste Mal gespielt, wo Baggio und Del Piero zusammengespielt. Also waren wirklich eine super, super Saison. Welche Erinnerung hast du explizit an Juventus? Ja, es waren dann halt schon gewisse Dinge. Das erste Tor, was wir gekriegt haben, das war ein englischer Schiedsrichter. Und es war dann im Europacup dann schon so, dass du dann so Erlebnisse gehabt hast, dass wie wir in Bologna gespielt haben, wie der Schiedsrichter sagt, pfeift für Bologna einen Elfer. Und wir sind hingegangen und sagen, das war jetzt so nie ein Elfer. Ja. Und der sagt, ihr Österreicher kommt heute sicher nicht weiter, sagt er uns ins Gesicht. Das heißt, er hat schon gewusst, und wenn du jetzt den Mund aufmachst, dann schließe ich dich aus. Und so sowieso und hast du dann erlebt. Ja, das ist jetzt mit den Funktionen nicht mehr möglich. Ja. Und es war dann halt dann schon so, dass der allein aufs Tor gerannt ist und ich habe ihn so ein bisschen eben gestört im richtigen Moment und habe dann auch mal seitlich abgedrängt und habe ihn richtig abgeschmiert und habe den Ball auf die Hände gehabt. In beiden Händen drauf am Ball und der hat mir so mit dem Knie durchgedruckt. Von Baggio ist die Rede? Von Baggio, ja. Und hat mir den Ball aus die Hände ausgedruckt und hat dann noch vor der Cornerlinie noch so im Fallen ins Tor reingehauen. Und der Schiedsrichter hat das Tor gegeben. Mhm. Für mich war dann halt dann, ich war da nur besser auf ihn. Und war dann halt so, dass wir dann noch das zweite Tor kriegen und es hat dann noch so eine Aktion gegeben, wo dann der Ball reinkommen ist. Und es war halt dann so, der Linienrichter auf der anderen Seite, mein Rücken, der Schiedsrichter da und habe dann den Ball hätte eigentlich schon längst aufnehmen können. Und Richtung Cornerlinie, eigenes Tor bin ich gelaufen, habe ihn dann verlassen und warte, bis er kommt. Und wie er gekommen ist, habe ich dann einen Ellbogen aufgestellt. Ja. Das heißt, dann hat er dann diese Retour gekriegt. Und dann erst hat er mal einer gesagt. War er verletzt? Nein, er hat dann erst wohl gelegen. Ja. Aber es war dann. Es hat keiner gesehen. Ja. Es hat keiner sehen können, weil wir waren. Hat er als Linienrichter auf der anderen Seite nicht gewusst, das sieht jetzt keiner. Ich war nicht so eine Außenbewegung gemacht, ich habe nur ausgestellt. Er ist mal genau reingerannt. Ja, ich habe nur einen Prater gemacht. Ja. Elegante Formulierung. Ja, ja. Wie gesagt, ich habe keine Ellbogen verpasst. Ich habe gemerkt, jetzt kommt er, habe mir nicht Ellbogen weggestellt und habe mich dann am Ball draufgeklickt. Mhm. Ja. Und der hat dann genau auf die Nase gekriegt. Und der Vorläufer hat er dann Daumen einer gezeigt und jetzt sind wir quitt. Mhm. Das heißt, ich habe den Respekt erst bei ihm dann gekriegt, wie ich gemerkt habe, der wehrt sich. Erzieherische Maßnahme gefruchtet. So in der Richtung, ja. Aber das hat ja auch nichts geändert. Aber trotzdem, auswärts haben wir dann, waren wir lange auf 1-1 und haben wir dann aus einem abgefälschten Freistoß aus. Und wir haben uns dann auch international immer aus der Fähre gezogen, super aus der Fähre gezogen. Oder das eine Spiel in Antwerpen, wo ich dann verletzt war. Und im Auswärtsspiel das erste Mal wieder spiel. Da haben 4-2 verloren und der Siegerheld sagt zu mir, sie können doch spielen, sage ich, Trainer,
Ja, der Gruber Franz hat im Heimspiel nicht so gut gespielt. Geben Sie ihm die Chance, dass er sich rehabilitieren kann. Ich bin ja noch nicht hundertprozentig fit. Ja. Ich habe mich extra für ihn eingesetzt, dass er das Spiel machen kann. Er sagt, genau, das lassen Sie meine Sorge sein. Ja. So, und habe ich dann gespielt und nach 20 Minuten ist 2-0 gestanden für Antwerpen. Ja. Dann haben wir dann aber in zweite Halbzeit, hat dann 10 Minuten Verschluss, hat noch der Olaf Marschall die rote Karten gekriegt, sind dann mit 10 Leuten ausgegangen und haben die Partie draht. Haben wir 4 Tore gemacht mit 10 Leuten. Ja. Das heißt, für die österreichische Mannschaft, das war ja dann ein super Erlebnis, wenn wir in die Verlängerung kommen. In der Verlängerung haben wir dann noch so ein opferisches Tor gekriegt. Und in der allerletzten Minute hat der Uwe Müller so eine Energie vor. Ich komme in der Garage, er rennt aufs Tor und schießt und der Tormann wirft sich und fällt aus dem Tor raus und dann kommt der Ball aus und schmeißt den Ball zurück, fast ins eigene Tor. Und der Ernst Obis kommt und braucht nur mit dem Kopf reinkipfeln. Und der Ernst, wie alt war, würde mit der Brust annehmen und lässt sich reinhauen. Ja. Und der Verteidiger kommt und hat ihn weggespitzelt. Wir waren dort weitergekommen. Ne. Ja. Also, da hat sich schon einiges getan, ja, in deiner viel, Zeit viel, bei ja. der Admira. Im Jahr 1996 wechselt Wolfgang Knaller zur Wiener Austria. Er lebt dort durchaus turbulente Zeiten, würde ich sagen. Wir sind gerade in solchen Zeiten. Ja? Ja, auch den Beginn der Ära Stronach und insgesamt, jetzt muss ich schauen, ob ich richtig zähle und recherchiert habe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, zumindest 9 Trainer. Genau. Habe ich richtig recherchiert? Es waren ein paar mehr, waren der Riems-mäßige Trainer. Ich glaube, es waren insgesamt sogar 13. Ich glaube, es waren dann so der Robert Zara kurzzeitig, der Konziler kurzzeitig. Aber hast du sie alle abgespeichert? Kannst du sie chronologisch wiedergeben? Also der Janis Skocic hat mich geholt. Dann ist gekommen der Skocic. Wer war dann? Frank. Ja, dazwischen Frank, aber zwischendurch hat es der Robert Zara gemacht. Ja, möglich, ja. Ja, der Robert Zara gemacht, dann war der Frank. Dann ist gekommen... Noch einmal Sarah, glaube ich. Sarah, Baumeister war dazwischen einmal, der war Ari Hahn, Baumeister. Der war ein bisschen später noch. Baumeister, Herbert Prohaska. Werdenig war da vorher noch. Dr. Werdenig, ja, genau. Konzilia, eben Prohaska dann. Konzilia, ja, es war dann Hochhauser. Hochhauser, Hahn und Hermann Pfeffer. Konstantini, Hermann Pfeffer. Ja. Genau. Also jetzt habe ich auch den Überblick verloren. Es war einfach eine Zeit wie die, das Stadion ist umgebaut worden, wir haben dann in Happelstadion gespielt. Und war dann auch, ich bin dann von Admira da hergekommen. Also in Wirklichkeit war es ja dann so, dass der Wolfert ist dann zu Stuttgart gegangen und die Austria Wien und bei mir nachgefragt und ich habe gesagt, ja, normal ist es immer so, wenn du zu so einem Club kommst, glaubst du, dass du mehr verdienen wirst und so weiter. Und ich habe gesagt, Austria ist ein bisschen, obwohl die Admira für mich ja wie für meine Familie ist, weil das einfach dort meine schönste Zeit erlebt habe, aber der Austria war halt einmal Kindheitstraum. Das heißt, ich wollte dann dort unbedingt hin, weil ich gesagt habe, ich schicke meinen Vertrag, übernimmst den Vertrag an von Admira, ich will gar nicht mehr verdienen. Wirklich, oder? Ja, und der Austria-Wiener hat gesagt, das ist zu viel, können wir nicht zahlen. Tatsache, es war so. Aber hast du dann das zumindest gekriegt, was... Nein, das war dann so, dass ich dann mit der Admira, mit einem Trainer ein bisschen Probleme gehabt habe und dann sowieso den Vertrag auflösen müssen und die Austria hat dann nur, die hat sich keine Ablöse, hat sich eine Ablöse, ich habe 2 Millionen bei der Ablöse drin stehen gehabt und haben wir uns geeinigt, dass die Austria meine Abfertigung übernimmt. Ja. Und das haben sie dann aber die Admira überwiesen und nicht an mich und dann habe ich dann dort auch nur dass die Abfertigung nicht kriegt, teilweise, weil es ja die Admira in den Konkurs gegangen ist. Spannende finanzielle Geschichte. Ja, genau, ich bin dann durch, noch, haben wir dann getauscht, kam er hin, ich her, und dann war es noch das erste Training, da habe ich dann über den Adidas-Vertrag gehabt und bin zum Training gekommen und habe dann am Tag vorher gerade einen Karton mit neuen Pullover, man hat eine private Ausrüstung einmal gekriegt von Adidas und so weiter, nicht nur die Dormann-Handschuhe und so weiter, und nimm deinen ersten Pullover aus und zieh ihn an. Und gerne zum ersten Training, ich komme zu Hause dahin. Und warum die alle so komisch geschaut haben, ist mir eigentlich dann nicht bewusst gewesen. Und wie ich dann vom Training reinkomme, ist mein Pullover oben gehängt, der lange Ärmel abgeschnitten und alles Fransen geschnitten und in der Mitte das große Adidas-Zeichen rausgeschnitten. Naja, blöderweise bin ich mit einem grünen Pullover in die Austria gekommen. Ja, also natürlich zu Recht bin ich bestraft worden. Natürlich ein No-Go. Ja. Bei der Austria hast du dann ja auch den Andi Ogris als Mitspieler. Das genossen. War übrigens der Übeltäter. Ja, wirklich war? Ja, der hat das gemacht. Ach so, haben wir ihn überführt. Ja, er hat gesagt. Den Pullover devastiert. Ja, genau. Genauso wie seinen Bruder, den Ernsti, zuvor bei der Admira. Wie ähnlich waren die beiden Ogris-Brüder einander, sowohl fußballerisch wie auch inhaltlich? Charakterlich, nicht inhaltlich.
Der Andi war auf alle Fälle der fittere Spieler und Dings, ja, aber beide waren natürlich der Dings war halt der Läufer, stärkere Spieler, der Andi, und der Ernstl war halt dann im Strafraum. So ein Gerd Müller-Typ, ja, der hat dann erst die unmöglichen Situationen immer wieder Tore gemacht hat. Wir haben dann auch bei der Admira uns erst näher kennenlernen müssen und zusammenraufen müssen und so weiter. War dann halt auch ein lustiger Typ, hat er dann auch manchmal bei denen trifft das dann eher zu wie bei mir, was mir noch gesagt wird, aber wir waren ja alle keine weißen Knaben. Er hat dann schon öfters einmal, wo wir gesagt haben, wo wir dann gesucht haben oder war er nicht da, aber er hat dann, er war ein super Spieler und das gibt's gar nichts. Der Ernstl war unvergesslich, ja, noch immer. Leider halt auch nicht mehr da, seine Art und seine Schlitzohrigkeit und gewöhnungsbedürftig. War dann auch so ein bisschen Konfrontation am Anfang. Ich weiß noch genau eine Geschichte und dann haben wir ein bisschen so wirklich gestritten, nicht, aber wir haben es nicht gerade unbedingt gern gehabt. Und dann war dann so ein Match untereinander und er ist aufs Tor gerannt und ist mir wirklich drüber gestiegen. Ja, und hat mir dann mit den Stollen so von Knöchel bis zum Knie als Schienbein aufgeschlitzt, hat eine richtige Erfahrung gemacht mit den Stollen, hat er seinen Stempel abgegeben. Und ich hab bei ihm jetzt nicht so unbedingt den Respekt gehabt. Und dann mit der Zeit haben wir es dann zusammengekauft, dann haben wir es eh schon wieder gut verstanden und ich vergesse solche Sachen nicht. Und dann war es halt irgendwo, wo es schon längst vorbei war, habe ich dann die Möglichkeit gehabt, zurückzugeben. Und dann habe ich es retour gegeben. Halt nur ein bisschen halt vom Knie aufwärts. Ja. Ja, und er hat dann gesagt, okay, jetzt sind wir quitt. Jetzt hast du meinen Respekt. Und okay, klar, schon. Es war einfach jetzt ein Typ. Ja. Und er war dann auch dabei, wo wir halt dann im Trainingslager dann auch zusammengesessen sein und er hat dann auch immer einen gehabt, der dann Bier organisiert und so weiter mit mir gemeinsam und dann sind wir halt zusammengesessen und ja, komm mal, trinken wir ein Bier. Und da habe ich die Bier verteilt, ich kann mich erinnern, und da haben wir dann dieses Problem gehabt, dass ein Spieler eine Cut gehabt hat. Das Cut ist aber so zustande gekommen, dass ich die Bier verteilt habe und jeden angerufen habe, magst du eins? Ja, und der hat das genommen und hat es aufgefangen. Und hingeworfen hast du es. Hingeworfen, ja. Und den Graf Helmut habe ich gesagt, magst du auch ein Bier, Helmut? Sagt er, ja. Und im Moment fragt einer auf der Seite was. Und der, weil er Bier unterwegs ist, schaut er weg und kriegt das Bier genau auf die Seite. Und dann haben wir müssen in den Arzt in der Nacht wecken. Wie erklärt man das dem Trainer? Und der hat nein müssen. Ne? Der Trainer in der Früh hat dann, der Arzt hat dann erklärt, ne, der ist halt mit gut in der Nacht, dass er ausgerutscht ist in der Früh beim Duschen. Ne? Also der Arzt war euer Komplize. Der Arzt war unser Komplize, ja. Aber es war dann so diese Trainingsanzüge, was wir immer anziehen müssen. Dann haben wir es dann einmal am Abend, so im Ausland waren wir in Trainings, ich weiß jetzt gar nicht wo. Thomas Baritz war Trainer. Dann sind wir so hinten in so einer Nische, haben wir es versteckt, da sind wir gesessen und haben ein Bier getrunken. Und der Trainer ist dann immer die Runde gegangen und hat geschaut, wer da ist. Ne? Und dann wir haben gesagt, ich bin schon am Rückweg, ne? Ist rausgegangen, hat keinen gesehen, ist gegangen. Und als dieser Kölner auf die Idee gekommen, der hat den mit dem Trainingsanzug gesehen und sie haben gesagt, hey, du mit dem, hat auf dem Trainingsanzug gezeigt, die sitzen da hinten drin. So, jetzt haben wir dann alle verpetzt worden. Alle Strafkriege, so weiter, so lustige Sachen. Kommen wir zurück zu deiner Zeit bei der Austria. Wir haben ja schon angesprochen, dass es wahnsinnig viele Trainer gegeben hat in dieser Zeit. Unter anderem natürlich den Herbert Prohaska, dessen Abgang damals, ich glaube im Jahr 2000 auch eher unrühmlich verlaufen ist, würde ich sagen. Wie hast du das miterlebt? Es war dann einfach da eine Situation, wo man halt dann sich Leute ins Fußball, ins Sportliche eingemischt haben, die halt wenig Ahnung von dem ganzen gehabt. Es ist immer schlimm, wenn man sich in sportliche Belange einmischt. Ja. Das heißt, vorzeigen tut es der Mathe Schütz bei Red Bull Salzburg, der die kompetenten Leute arbeiten lässt und was man halt so von außen mitkriegt. Ja. In allen Bereichen ist er erfolgreich, weil er das macht. Ja. Nur weil einer glaubt, dass er das Geld hat und anschaffen kann und überhaupt bestimmen kann, okay, ist ein gutes Recht, aber ob es dann richtig ist, ist dahingestellt. Es hat ja gezeigt, dass es eben nicht richtig war. Ich kann mich erinnern auf die Geschichte, die ich dann als Spieler erlebt habe. Ja, ich war dann in den ersten Jahren bei der Austria, war dann so, ich bin von der Admira dorthin gekommen und gedacht, was ist denn da los? Ja, ich habe dann schlechtere Mannschaften gehabt wie bei der Admira. Haben wir müssen, natürlich bei der Austria ganz andere Ansprüche. Ja, die wollen, dass du mitspielst und auf einmal bist du hinten. Und das war dann schon so, dass 200-300 Leute oft draußen gewartet haben, dass Spieler über den Zaun rausgestiegen sind und hinten das Auto im 10. Bezirk gepackt haben, dass man und solche Geschichten hat es ja da gegeben. Es war dann schon nicht einfach und gut.
Ich hab's angenehm gehabt, weil ich meine Leistung gebracht. Ich habe immer mit allem, was ich gehabt habe, reingehauen. War dann auch so, dass die Fans immer schon außer Knaller könnte. Teilweise war nicht schön für die Kollegen, aber außer Knaller könnte alle gehen. Ich habe halt immer alles gegeben. Ja, es war dann so, dass dann in einer Phase, wo ich dann auch noch Angebote aus der zweiten Liga in Deutschland 68 gehabt hätte und weggehen können, haben sie mich nicht lassen. Dann haben sie Wolfert zurückgeholt, habe ich mich in Wolfert wieder durchgesetzt. Und dann ist gekommen, weil man glaubt hat, jetzt, das hat eben mit Tirol irgendwie zusammengehängt, weil die dort noch Geld gebraucht haben. Jetzt haben die dann dort einen Spieler gekriegt und den Spieler, den sie am wenigsten gebraucht haben, war das dann tatsächlich so, dass ich gesagt habe, okay, 4 Spieler kriegen wir für das Geld, dann die anderen im Sommer, weil die können ja noch Master werden. Dann haben sie halt den Marc Zieler gekriegt. Und dann war die Vorbereitung und der Trainer sagt zu mir, für ihn ganz klar, der bessere spielt. Und 2 Wochen, ein bisschen mehr als 1 Woche vor der ersten Runde, ich sage, du spielst. Und dann war das letzte Test und beim letzten Test ist kein Trainingszeug für mich aufgelegt. Und dann sage ich, Trainer, was ist da los? Also der Zeigwart hat gesagt, was ist da? Ist da kein Zeug von mir da? Sagt er, nein, ich soll rausgekommen zum Trainer. Und der Trainer hat gesagt, ja, es war dann so, dass der ich kann es nur sagen, was der Trainer mir gesagt hat. Das wird jetzt hat gesagt, wir können nicht in Knaller spielen lassen, wenn wir einen Ziegler geholt haben um so und so viel Geld. Da fragt der Steiner, haben wir deppert sein, so, wir müssen den Ziegler spielen lassen, das kann man dann besser verkaufen. So. Und sagt er, ja, er will es nicht hoffen, aber wenn der Ziegler die Leistung nicht bringt, dann ist für uns beide weniger Druck, dann können wir, so, und jetzt bin ich halt auf der Bank gesessen. Ziegler hat dann tatsächlich nicht richtig funktioniert, hat dann unter 7 Punkten sind wir dann ausgeschieden und der Trainer kommt zu mir und sagt, du spielst nächste Runde in Graz. Ich habe mich darauf vorbereitet, wo ich eher schon skeptisch war, weil es immer wieder was war. Und auf alle Fälle war es dann so, dass ich schon im Bus gestiegen bin, im Bus gesessen bin mit meinem Trainingsanzug und habe gewartet, dass wir wegfahren. Und dann habe ich nochmal müssen aussteigen, ins Trainerbüro reingegeben und der Trainer hat gesagt, ja, ich traue mir es da jetzt gar nicht sagen, aber das wird jetzt mal wieder da. Wenn der Ziegler spielt, muss der Mandl spielen, weil das können wir dann besser verkaufen, wenn der Junge spielt statt dir. Das heißt, die müssen aus dem Bus aussteigen und daheim bleiben. Okay, damit war deine Austria-Karriere. Ja, ich habe das Ganze habe ich auch noch gemacht. Ja. Also ich habe dann in der Zeit ja noch ein Angebot gehabt, dass ich wegkommen kann. Und hat er gesagt, zuerst hat er gesagt, ich darf nicht gehen. Und am 31. Jänner, wo dann letzte Tage ist, um 20 Uhr am Abend hat er mich angerufen, du kannst jetzt gehen. Dann sage ich, jetzt ist am letzten Tag um 8 Uhr auf Nacht, sagst du mir das. So ungefähr war das und dann wollten sie mich dann verabschieden mit Blumenstrauß und so weiter, habe ich gesagt, ohne mich. Hast verweigert. Habe ich verweigert. Aber nichts mit den Fans, hat nichts mit den Fans zu tun, hat rein mit diesen Ahnungslosen, die glaubt haben, nur weil sie gehört haben, können sie alles bestimmen und dass das nicht funktioniert, das hat man eh gesehen. Leider. Okay. Und dass ein Trainer gehen hat müssen, der lange, lange Austria-Vergangenheit hat, der eigentlich mit Austria ist, ja, und der gehen muss, nur weil man halt andere Ideen hat. Das ist halt also, das lassen wir mal dahingestellt. Und zum Abschluss mag ich jetzt einen wahrscheinlich nicht sehr erfreulichen, aber doch notwendigen Themenkomplex besprechen mit Wolfgang Knaller, weil du ja körperlich nicht immer verschont geblieben bist in deiner Karriere und du schon die eine oder andere Verletzung hinnehmen hast müssen. Wo magst du denn beginnen? Also Savicevic fällt mir in diesem Zusammenhang ein. Ja, es war dann für viele Spieler mit Kollegen auch nicht immer nachvollziehbar. Ich habe dann diese Schmerzgrenze, aus welchem Grund auch immer überschritten. Also ich habe dann, wenn ich mir denke, dass ich mir jeden Finger gebrochen habe, teilweise mehrmals ausgekehlt und luxiert habe. Jeden einzelnen, ja. Nasenzähne gebrochen, Kambeinbruch, habe gespürt damit. Ja, habe kaum was gesagt, habe gespürt damit. Und war einfach, wenn ich verletzt war, immer wieder schneller retour. Ja, das ist ja eine gewisse Gabe. Jeder hat da nicht die gleiche Schmerzgrenze. Ich bin Gott sei Dank gesegnet mit dem, dass ich halt immer wieder drüber gehen kann. Und das ist auch der Grund, warum ich wahrscheinlich so viel Spiele gemacht habe. Weil wenn ich dann immer verletzt gewesen war in der Zeit, wo ich mich verletzt hätte, dann hätte ich ja vielfaches weniger Spiele gemacht. Aber es ist ja dann, gehört schon einiges dazu, weil dann die negativen Erlebnisse sind dann haben dann viel mehr weh, ja. Wenn man jetzt zum Beispiel, wie dann die Karriere bei Admira geändert hat, wenn du eine Verletzung hast und bist jetzt schon, weiß nicht, über 28er Profi in Österreich,
dann erwartet man, dass ich schon von den Fans, den gegnerischen Fans, auch überall anders wird dann geklatscht, wenn ein verletzter Spieler ausgetragen wird. Das muss auch nicht sein. Ja. Aber wenn du eine Verletzung hast, wo das ganze Knie offen und freiwillig ist, es gibt auch Fotos davon, die möchte ich nicht jedem sagen. Ich sage, gibt's auch, habe ich auch ganz selten hergezeigt, weil das echt Katastrophe ist, wie das ausgeschaut hat. Und du wirst vom Platz runtergetragen und dann stimmt ein Mensch auf der Tribüne an, grobst das ein, die alte Sau, und der ganze Fanblock singt mit, grobst das ein, die alte Sau. Das spricht das nicht unbedingt für unsere Fankultur. Und das ist eigentlich das, was mich auch stört im österreichischen Fußball, dass Fans viel zu viel Macht haben oder Vereine gibt, wo die Fans viel zu viel Macht haben. Ein Verein besteht auch, die leben auch mit den Fans mit, aber jetzt, dass die Fans mehr bestimmen wie die Vereinsführung. Aber wenn halt einige wenige Leute in dem Verein halt viel kaputt machen, wenn du zum Beispiel jetzt als Spieler im Stadion stehst und dann auf einmal kriegst du Eisenpfeile auf die Arme geschossen, Dartpfeile, ja, die neben dir im Rosen stecken als 20 Meter Entfernung, ja, was für Wucht diese Pfeile haben und wie schwer diese sind, ja, was das alles anrichten kann, ja, und ist für mich unverständlich. Ich habe das damals... Gehört hoffentlich jetzt wirklich der Vergangenheit an, hoffentlich. Ja, weil halt natürlich diese Netze hat es damals nicht gegeben, ja. Und ich habe das damals den Schiedsrichter gegeben. Und der Schiedsrichter hat das dann durchsagen lassen und nach der Durchsage sind noch einmal Pfeile runtergekommen und er hat es dann genommen und hat es dann einem Polizisten gegeben und der hat es eingesteckt. Ohne einen Bericht ohne zu verfassen. Ohne irgendwo. Man hätte ein bisschen abbrechen. Sondern ich bin dann dort gestanden. Diesen Schiedsrichter habe ich mein ganzes Leben dann, die restliche Karriere, solange er noch pfiffen hat, alles sagen können. Weil ich gesagt habe, pass auf, ich habe was gegen die in der Hand. Ja, ja, den habe ich alles gesagt. Die anderen haben mir gesagt, wie redest du mit dem? Ja, genau gewusst, wie ich mit denen reden muss. Ja. Oder jetzt auch eine Geschichte im Austerstadion. Ja, da stehst du unten, ja, und kriegst auf einmal eine Wasserbomben am Schädel. Ja, und denke mal, Gott sei Dank ist die nicht aufgeplatzt, weil wie ich den Sackel ausschieben wollte, habe ich gesehen, da ist einer auf die Toilette gegangen und hat seine Bedürfnisse dort reingemacht und hat das abgeschossen. Ja, ich hätte sicher nicht weitergespielt. Wenn das aufplatzt, hätte ich nicht weitergespielt. Ja. Aber das sind so Sachen, die ich einfach nicht verstehe. Dass das einfach wie mit unserer Fankultur nicht vereinbar ist. Ja. Sicher. Verwerflich, absolut. Den Namen Savicevic habe ich in Bezug auf deine Verletzung. Ja, stimmt. Ja, jetzt haben wir ganz angeschweift. Ja. Es war dann so, der ist allein aufs Tor gerannt in Andavi und sie haben so wie damals beim Baccio abgeschmiert und so weiter und habe den Ball wirklich auf den Finger in den Händen, ja, und er hat aber noch probiert den Pass spielen, zeitgleich fast, und hat dann meine Hand getroffen und... Also er hat nicht absichtlich gegen dich getroffen? Nein, das war jetzt kein bewusster Dings, er ist dann ganz fertig gewesen, weil er das dann gesehen hat, ja, und ich bin gedacht, jetzt ist irgendwas ist da komisch, und habe den Handschuh ausgezogen und wie ich den Handschuh gehalten habe, beim Ringfinger habe ich dann auf einmal zwei Glieder nicht mehr gesehen. Es war eine offene Luxation, der Finger ist rausgesprungen und die zwei Glieder hat da hinten aufgeschoben, auf die Rückseiten von der Hand. Deswegen habe ich den Finger nicht mehr gesehen. Und es hat auch nicht geblutet, weil halt der Schock da war. Und Dr. Gmene ist reingekommen und hat gleich gesagt, wechseln. Sag ich, nichts wechseln. Komm, da bin ich, komm, renk mich ein. Das heißt, ich bin wieder eingelassen. Aber es tut schon ein bisschen beim Zuhören weh. Hinten nach tut es mir halt leid, weil der Günter Kreisel, der jetzige Sportdirektor von, der war damals zweiter Daumen, der hat kein einziges Derby gespielt. Und ich hätte ihm die Chance gegeben, wenn er ein Derby gespielt hätte. Ja, und hätte es nach hinten durch, nachdem ich viele gespielt habe, tut es mir weh, dass ich ihm die Möglichkeit gegeben habe. Aber es war halt ich. Das heißt, ich habe dann, wie gesagt, Finger gebrochen, Nagelbett aus und Plastikkoppen auf und weitergespielt. Ja. Also bevor uns jetzt allen beim Zuhören schlecht wird, würde ich sagen, wir machen einen radikalen Cut. Ich bedanke mich sehr herzlich, Wolfgang Knaller, dass du Zeit gefunden hast und sehr launig und offen über deine bewegte Karriere gesprochen hast. Herzlichen Dank. Und bitte, bei gerne. Ihnen, liebe Zuhörer, bedanke ich mich wieder fürs Zusehen und freue mich, wenn Sie sich das nächste Mal wieder reinklicken. Machen Sie es gut. Alles Liebe.